Ja, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, müsste es der zweite Shutout gewesen sein von Luca Hollenstein. Im Januar, glaube ich, war es auch ein 2-0 gegen Ambri. Gegner, der liegt Ihnen ganz gut. Ja, sieht so aus. Nein, ich weiß nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn man zu Null spielen kann. Ich meine, das Team hat mir sehr geholfen und hat es mir recht einfach gemacht. Es ist ja gerade, wenn Sie es ansprechen, das Team ist gerade immer ein bisschen schwierig, weil dann sind wieder Corona-Fälle, die es nach der Champions Hockey League gab, dann Verletzungen. Jetzt sind 4 Arrivierte zurückgekommen und trotzdem hat man auch vorher schon das Gefühl gehabt, diese Mannschaft stimmt einfach per se in sich. 5 Siege in Folge, was ist das Erfolgsrezept? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist egal, mit was für einer Karte dass man antritt. Wenn man 60 Minuten, also das ganze Spiel, je nachdem auf 65, seinem System treu bleibt und jeder für sich kämpft und Vollgas gibt 60 Minuten, dann kann man mit jedem Kader gewinnen. Und das hat man die letzten paar Wochen gesehen. Aber ich nehme mal an, es macht dann durchaus Spaß, wenn so ein Kovac wieder mit dabei ist, auch ein Fabrice Herzog, so ein Arbeiter. Das ist schon nochmal Qualitätssteigerung, Deluxe fast schon. Ja, sicher. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn so viele Spieler wie möglich spielen können und keine Verletzte oder Kranke hast. Und ja, ich meine, sage nicht nein, wenn die zurückkommen. Dann nochmal Glückwunsch, Dankeschön.